Ja, das waren sie, die Projekte, die dieses Jahr beim Jugendtakt in Rostock entstanden sind. Ich hoffe, es hat allen Teilnehmern genauso viel Spaß gemacht wie uns und den Mentorinnen. Und Jugendtakt passiert natürlich nicht von alleine, sondern ist auf Unterstützung angewiesen. Dieses Jahr wurde Jugendtakt hier in Warnemünde vom Landesjugendring durchgeführt in Zusammenarbeit mit dem Hacklabor in Schwerin, mit dem Hackspace aus Rostock, mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit von Mecklenburg-Vorpommern und wurde gefördert vom Energieministerium auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Die ursprüngliche Idee von Jugendtakt kommt aus Berlin von der Open Knowledge Foundation und dem Verein Mediale Pfade. Hier in Rostock hatten wir Hilfe durch das C3VOC. Das ist das Team, was da hinten sitzt, was den Livestream macht und die Videoaufzeichnungen, die ihr euch später auf mediaccc.de oder auch bei YouTube angucken könnt. Und wir hatten Hilfe durch den Sokrates, der uns bei dem WLAN unterstützt hat. Einige hatten es angesprochen, wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme mit dem Internet. Und dank der schnellen Hilfe konnten wir das aber beheben. Und Jugendtakt wäre auch nicht möglich ohne die ganzen Personen, die dahinter stehen. Das sind die Mentoren, das sind die Personen, die in der Orga drin sind. Und weil die eine ganz wichtige Rolle spielen, werden wir die auch alle namentlich erwähnen. Ehre, wem Ehre gebührt und mit dabei und organisiert haben Abraham, Aileen, Andreas, Antje, Baso, Basti, Ben, Christian, Claudia, Danimo, Dirk, Felix, Friedhelm, Hannes, Hanno, Jakob, Jan, Johannes, Lisa, ich hab's aus durcheinander gemacht, Julia. Ich bin Lisa, du bist Julia. Genau. Wer ist jetzt Lukas? Lukas war auch dabei. Marcel. Marco. Markus. Matthias. Micha. Murdoch. Robert. Satya. Simenon. Sokrates. Stefan. Taya. Thomas. Und Tom. Herzlichen Dank auf jeden Fall an alle. Wir hatten es am Anfang schon gesagt. Jugendtakt ist für dieses Jahr noch nicht zu Ende. Wer an weiteren Veranstaltungen teilnehmen will, kann sich auf der Webseite anmelden, je nachdem, wann die einzelnen Anmeldungen offen sind. Wer aus MV kommt, hat natürlich auch die Möglichkeit, außerhalb von Jugendtakt die Hackspaces in Schwerin oder Rostock zu besuchen. In Neubrandenburg gibt es auch ein Hackspace, dort lohnt es sich auch vorbeizugucken. Und wer mit dem Zug unterwegs ist, kann auch mal einen Abstecher nach Fürstenberg machen. Das ist so an der Grenze, also kurz hinter der Grenze zu Brandenburg. Genau. Ja, und wer jetzt von den ganzen Projekten auch schon fasziniert ist, diese sind dann auch in dem GitHub verfügbar. Und da schaut doch mal vorbei auf github.com/jugendhackt. Genau. Ansonsten bleibt uns nur noch übrig, euch eine schöne Abreise zu wünschen. Kommt gut nach Hause und wir hoffen, dass wir uns auch im nächsten Jahr wieder bei Jugendtakt MV wiedersehen werden. Vielen Dank. Vielen Dank.